kann ich schon nicht, weil ich immer auf andere Blöcke komme durch die. Ja, aber an sich hast du eine Abbaulähmung sehr hoch. Mal gucken, wann der erste Strich kommt, dass ich den ersten Teil da schon abgebaut habe, weil der kommt schon nicht. Ah, mit der Schaufel vielleicht. Ne, auch da kommt nichts, gar nichts. Ja, jetzt bin ich absolut blind oder was? Ach ne, jetzt hab ich ne. Hä? Das macht keinen Sinn. Wieso bin ich denn jetzt komplett? Du bist blind, kannst du aber in der Nacht gucken. Guck mal, so eine laufende Rüstung! Ein schwebendes Schwert! Aber die Slowness hättest du ihm bitte nicht so hochsetzen sollen. Er kann ich sehe nur, dass ich mich so ruckartig bewege, aber ansonsten. Hast du etwa ihm auch eine sehr hohe Slowness gegeben, so 7, 8, 9 rum oder was? Ich hab dem Slowness 1000 gegeben. Ja, als Sekundenzahl. Ich meine aber jetzt an sich, du gibst ja den Status-Effekt, wie lange und wie hoch. Ja, unter Wasserarmung und Nachtsicht habe ich unendlich lange, also Das sehe ich nicht ein. Aber ich kann nicht mal einen Block setzen, wo bin ich denn? Wieso kann ich denn nicht mal einen Block setzen? Hä? Was war das denn? Was war das jetzt? Das war ein hohes Springen! Achso, okay. Ach, hier war ich, okay. Das ist schon mal schön. Wenn ich nicht zu weit von meinem Ziel entfernt nach. Aber mein Essen ist weg. Lukas, spring mal. Moment. Spring doch! Achso, da passiert nichts. Du hast aber eigentlich einen Jump-Boost. Ja, ich hab Sprungkraft, aber bewirkt nichts. Ja, das schon. Boing! Letztes Mal, ich werde es überleben. Ja, ich bin eh im Wasser gelandet, von daher. Schön, dass ich direkt zurückgepackt werde. Ah, bring mal. Ja, ja. Was? Bring mal, Lukas. I believe I can fly. Moment, muss ich nochmal machen. Ich muss gucken, wie hoch ich komme. Nein! Dann! Oh, cool. Wieso hast du das überlebt? Weiß ich nicht, drei Herzen. Ich glaube, du musst bis 255 kommen. Das ist volle Sprungkraft. Nee, ich war über 300. Moment. Gut, jetzt haben wir aber mal auf damit. Das Problem ist, ich glaube, dass... 337. Gut, wie lange hast du den Sprung... Unendlich lange. Oh, scheiße. Aber ich habe kein Essen mehr, von daher regeneriere ich nicht. Was bringt mir okay, warte, du regenerierst nicht, hast du gesagt? Ja. Regeneration vielleicht noch. Ja. Aber ich würde hier gerne hoch, aber ich kann nicht. Nein, ich will doch nur noch hoch. Er ist im Verzweifeln. Ja, ich will doch nur den leichten komischen Block da hoch. Ansonsten muss ich hier einen Block. Dann sterbe ich lieber in der Luft. Du wirst doch nämlich. Du wirst sterben, egal wie! Ja, ich bin jetzt mitten in der Luft gestorben, von daher. Aber vielleicht solltest du mein Inventar wieder. Wieso sind hier so viele Monster? Mein Inventar wieder safen. Vor allem, wieso liegt denn mein Schwert hier? Und der Rest da hinten? Komm, wir gehen mal gerade schlafen. Ja, riesige Idee.
Ich kann nicht mal meine Sachen holen hier. Und du? Da hab ich den. Grundkraft? Ah, da wäre die hohe, okay. Du solltest vielleicht nicht springen. Ja, schöne Idee. Muss ich nur irgendwie meine Sachen ohne Springen finden, ne? So, wir empfehlen die Rüstungsteile, der Bogen und... Ja, die Pfeile habe ich eingesammelt und hier sehe ich gerade ein Rüstungsteil. Da sind eh nur zwei Rüstungsteile. Da hinten. Ich habe den Bogen. Welche Schwimmen können wir jetzt? Im Wasser dürfte die Sprungkraft nicht funzen. Ich weiß. Da habe ich ja gerade schon ausprobiert. Hä? Ich habe ein Rüstungsteil und einen Bogen. Ja, das sind ja alles nicht so richtige wertvolle Sachen. Von daher. Hey, so viele Pfeile hatte ich zwar nicht, aber... Jetzt hast du sie. Und welches Rüstungsteil ja auch noch immer fehlt, das ist schon nirgendwo mehr. Ja, Hose. Ist eh fast. Was ich mich frage, dieser, du hast ja den Jump Boost. Wie, wenn du sneakst und dabei jumpst, wie fällt... Funktioniert nicht. Fliege ich immer noch so hoch. Okay, es war ja nur eine Frage. Ja. Also muss ich mir hier ja quasi lang bauen. Ach Quatsch. Bring noch mal eine Runde. Bin ich auf den Tunnel stoße. Haben wir die Aufnahme ja sinnvoll ausgenutzt, ne? Ja. Ja, oder minder. Oder vielleicht, eventuell. Aber was ich werde natürlich es wieder richten, so. Kann man nicht irgendwie alle Effekte auch wieder jemanden nehmen? Nein. Nur wenn er stirbt. Ach, ich hab das als Programm, lass das doch. Naja. Aber Blindheit, Langsamkeit, Abbaulähmung und Sprungkraft zusammen ist schon hart. Erst recht so mit Abbaulähmung kannst du nichts machen. Komm, das Schlimmste ist doch mit Sicherheit die Blindheit. Einfach nicht mehr siehst. Ja, aber dann, wenn du dann auch noch hüpfst, also Blindheit an sich geht ja noch, aber wenn du dann auch noch springen musst, um dich vorzubewegen und dann auch noch so hoch springst. Ich weiß aber, welcher Effekt ihm am meisten gefallen würde. Undichtbarkeit? Nee. Fly. Eile. Ja, super. Welches Eile ist das denn? Ich hab hier so eine Steinhacke. Wenn du eine hast, dann versuch mal was abzubauen. Ja, Moment. Muss ich immer da hinlaufen, nicht dass ich hier alles kaputt mache. Nicht so hoch, würde ich jetzt sagen. FE5 ja. Ohne Eile. Ja. Würde ich jetzt tippen. Kannst du das noch höher machen? Ja, das sieht das noch viel besser aus. Aber jetzt die Hacke kaputt. Ja, ich kann auch mit der bloßen Faust die Steine ganz schnell abbauen. Ich will nicht wissen, wie schnell er wirklich abbaut. Ja, meine Hacke ist weg von da. Bestimmt so. Ja, Moment. Es würde mich einfach mal auch selbst... Ich kann ja mal ein bisschen Erde farben hier, ne? Es würde mich selber mal interessieren. Ich setze mir aber nicht so hoch, also von den Sekunden. Sondern nur mal so. Und jetzt testen wir es so. Okay. Ist ja fast wie Netherrack abbauen, fast schon teils. Ja, Netherrack mit Beacon und FE5 Diage. Das ist was Gleiches. Aber das Problem ist, ich glaube, ich will nicht wissen, wie schnell du das dann mit der bloßen Hand machen würdest. Ja, guck doch. Oha! Erdefarben geht relativ simpel. Wenn ich jetzt noch sporten könnte, ne? Holz ist super. Holz ist genau der richtige Zugang.
Okay, also müssen wir uns Hastetränke machen. Ja, genau, über drei, mein Freund. Du wolltest doch rennen! Ja, aber so kann ich doch nicht mehr abbauen. Okay, dann müssen wir uns jetzt. Dann müssen wir gleich in die alte Base und. Okay, nächste Aufnahme in die alte Base. Wir machen es gibt, glaube ich, keine Haste-Tränke, wenn ich mich nicht irre. Muss es doch. Viele Effekte kriegst du manchmal zum Teil nur durch die Beacons ran. Ja, gut, dann müssen wir in den Nether und. Ja, der dürfte zu dritt ja jetzt auch kein Drama sein. Vor allem weiß ich, wie man gut Rizza killen kann. Da hatten Leon und Wolf eine gute Idee. Mein Gott, ich laufe gegen einen Block und weil ich so schnell bin, kriege ich Schaden. Ernsthaft? Ja, aber jetzt bin ich auch gerade am Verhungern zusätzlich noch und ich komme nicht ins Haus. Wir spielen auf normal, das heißt, du wirst auf ein halbes Herz runtergehauen. Aber wieso ist hier nichts zu essen? Komm mal her. Wofür ist das? Put. So, sprinten müsstest du weghaben. Bin ich hier gerade der Einzige, der wirklich irgendwas baut? Ja, bist du. Aber ich habe ein bisschen Erde gefarmt. Wie viel genau? Irgendwie 4 Stacks oder so. Aber mich hat bloß eine Hand von da. Gut, aber. Innerhalb von 15 Sekunden, glaube ich. Okay, das war mal wieder also, so. Also die einzige Geschwindigkeitsbegrenzung war mein Sprinttempo. Ich würde mal sagen, wir haben mal wieder viel zu viel Rechte gebraucht. Ach Quatsch. Ja gut, die Erde kann er ja jetzt dann hier unten in die... Stimmt, aber wo ist die Erde jetzt auf einmal hin? War jetzt gerade einer in der Erdkiste? Nein. Hä? Vielleicht hast du die noch im Inventar? Ich hab 2 Stacks jetzt im Inventar. Ich bin mir sicher, dass das mindestens 4 ist. Ich würde an deiner Stelle jetzt übrigens nichts versuchen abzubauen. Wieso, was hab ich denn? Vielleicht warst du einfach so schnell, dass die Erde nicht nachkam. Kann gut sein, ja. Ja, ich weiß aber, dass ich zwischendurch diese Erde im Inventar hatte. Ich würde aber gerne mal okay, wissen... Okay, mit nicht abbauen war gar nicht so doof. Alter! Die Hand kommt noch nicht mal mehr mit. Ja, das war vorhin auch mit der Hacke so, also... Übrigens, wir können ja dann nächste Aufnahmesession oder hier noch, ich weiß ja nicht, wie lange das noch überhaupt geht, hier die Erde, die wir hier oben haben, alles wegbauen. Wo oben? Da möchte ich übrigens ein paar Löcher. Wo oben? Was meinst du mit oben? Ach da. Ja, hier die Erde können wir ja eigentlich alles weghauen noch. Gut, da ich mal nicht ganz sicher bin, ob wir jetzt genau 2 Stunden hatten, weil ich weiß, dass mir einmal der Timer ausgegangen ist, kurz. Das ist scheiße. Ich glaube, bis 8 nach müssen wir, also rein theoretisch. Wenn wir genau um 8 nach angefangen hatten, dann ja. Hatten wir nicht eher 13 nach angefangen? Ich meine 8 nach. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, mir war der Timer einmal kurz ausgegangen und deswegen. Deswegen wollte ich einen Plakaten schreiben, dass der einen Timer im Game macht. Ja, aber dann sieht man den ja auch. Den Zuschauer auch. So, damit ist mein Eile-Erde-Paket schon wieder weg. Hast du eigentlich noch Eile oder ist Eile schon weg bei dir? Nee, ist weg. Gut. Dann hätte ich ja jetzt mal was gefahren. Aber so muss ich jetzt mal zurück zur Base und Essen holen. Also die Kartoffeln sind glaube ich noch nicht so weit. Also ich muss ja zurück Kohle holen. Ja, ist aber noch ein gutes Schritt.
glaube, 5 Layer sind das gut hier hoch, aber. Noch da, Lukas? Ja, was soll mir das sagen? Wie viele Herzen hast du? Extra Energie. Kann ich mir ja mal ein Bild von machen? Wo bist du? Ich bin auf der Bahnstrecke. Oh Mist, ich wollte nämlich gerade sehen, gerade bei dir nämlich lesen, wie das jetzt aussieht, wie viele Leben bei dir stehen, deswegen. Ach so, okay, ich fahr zurück. Komm schon mal nach unten. Das ist ja gleich schon zu Ende. Ich weiß, du hast es nämlich nur 60 Sekunden. Musst du wahrscheinlich eh verlängern. Ja, ich glaube, du musst das verlängern, so schnell ist die Bahn nicht. Aber das Bild habe ich definitiv. Steig aus! Ah, du hast 420 Leben! Cool. Nein! Aber die, ich weiß nur gleich eins, du wirst gleich. Zack. Du dürftest einen Schadensgeräusch, glaube ich, bekommen haben, glaube ich, ne? So, zack! Die Herzen an der Bahn. Und zwar zwei mehr als verabredet. Ey, du Sack! Kommen die Zombies eigentlich in ihrer Falltür hoch? Nö, deswegen habe ich die ja so gedreht. Ah. Kann die nicht. Juhu, jetzt habe ich zwar zusätzliche Herzen, aber die sind alle dunkel. 1040 Leben! Das ist das höchste Leben, was man sich heranschieten kann. Echt? Weil hier sind noch ganz viele dunkle Herzen. Was ist denn, wenn ich jetzt goldene Äpfel esse? Wir haben keine goldenen Äpfel. Und ich möchte nicht, dass du jetzt was von dem Gold benutzt, danke. Na. Aber eigentlich müsstest du volles Leben haben, weil... Was? Eigentlich müsstest du volles Leben haben, weil ich dir beide Effekte gegeben habe. Ja, Moment, nimm mir das mal kurz nicht weg. Cool, die ziehen mir nicht mal Herzen ab. Doch, also tun sie an sich schon, aber das siehst du nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt in Lava schwimme? Haben wir hier irgendwo Lava? Nee, ne? Nein. Ah, jetzt kann ich doch sehen. Ah. Du willst unbedingt in Lava schwimmen? Warum gehst du nicht einfach in den Nether, du Vollpfosten? Ja, gib mir mal kurz das Leben nochmal, diese extrem vielen Leben nochmal zurück. Moment! Danke. Ich muss erst... Nein, wenn jemand nicht vorsichtig ist. Ich muss das natürlich wieder einschalten. Moment, ich muss erstmal Lava finden. Moment. Ah, jetzt. Cool, ich kann voll lange in Lava schwimmen. Mal tauchen gehen? Ah ne, hier ist überall eine Ebene tief. Cool. Und wie ist es so in der Lava? Sehr warm, ja. Die Oberfläche von unten sieht auch sehr interessant aus, ne? Oh ne, das wird jetzt... Oh, das ist aber ziemlich tief, ne? Du hast nur 60 Sekunden, du wirst gleich irgendwann sterben. Nein, ich werde nicht sterben, ich bin doch schon wieder raus. Jetzt brenne ich nur noch ein bisschen. Außerdem habe ich nur 16 Sekunden. Ja, aber Moment, Absorption. Hä? Ich habe nicht mit B geschrieben? Na egal, sorgt doch eh dafür, dass ich keinen Schaden kriege, oder nicht? Du kriegst doch gerade Herzensschaden, oder nicht? Ja, jetzt kriege ich Schaden, und zwar richtigen Schaden. Wieso brenne ich denn so lange? Hallo? Könnte ich mal bitte aufhören zu brennen? Du warst zu lange in... Hallo? Du warst zu lange in der Lava, das ist der Grund. Nein, halbes Herz, ja. Mit einem halben Herz und einer Hungerkeule überlebt. Ja, warte. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe übrigens hier vorne das gerade mal ein bisschen noch ausgeleuchtet. Okay. Das sind die einzigen Antworten, die du raufkriegst. Ah, ja, danke.
Muss ich nur noch den Ort wiederfinden, wo ich runtergekommen bin. Gut, aber jetzt nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, jetzt haben wir mit dem Blödsinn mal auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist, Minecraft zu Gear. Ich glaube nochmal auf hier. Diesmal dann auch ohne diese ganzen Scherzen. Und diese Scherze mussten jetzt einfach mal irgendwie sein, weil... Cool und so. Ich sterbe gerade an Hunger und habe gleichzeitig Regeneration. Das ist sehr spannend. Du stirbst und kriegst Leben dadurch. Doch was. Also ich verliere Leben und kriege zur selben Zeit Regeneration. Ja, PTSD. Hashtag. Ja, und ich fahre jetzt noch kurz rüber zu unserem 100x100er Feld. Und dann beenden wir auch den Part. Genauso betont. Und nicht anders. Part. Ich muss euch gleich übrigens noch was Witziges erzählen. Ey. Ich habe die Tage Post gekriegt. Aber gut. Gut. Ja, ich erzähle auch gleich welche. Gut, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, beim nächsten Mal dann ohne diese Späße. Hoffen wir mal. Ciao.